geht ab, Leute? Willkommen zu einem brandneuen Video hier auf meinem Kanal. Auf meiner Quest, mich mehr mit Pokémon Sonne und Mond auseinanderzusetzen, habe ich mir dieses Mal ein Team aus meinen liebsten neuen Pokémon aus Sonne und Mond zusammengestellt. Dabei habe ich die Alola-Form natürlich nicht mit einbezogen, weil die hatten wir letzte Woche ja schon. Und ich stelle euch das Team einmal ganz kurz vor. Da haben wir als erstes Silvarro, den wahrscheinlich beliebtesten Starter von den drei neuen. Ich mag ihn persönlich auch sehr gerne, weil er einen Kapuzenpulli trägt, genauso wie ich immer. Das Set ist Schwertanz mit dem Z-Move. Recht solide, würde ich sagen. Cooles Set, kann man mal machen. Als nächstes haben wir den wahrscheinlich beliebtesten Kapu und der ist auch auf jeden Fall bei mir am beliebtesten. Und das Set ist auch definitiv das allerbeste aus diesem Team, ohne Zweifel. Magnet für stärkere Elektroattacken, Verhöhner, Kraftreserve Eis, super schnell. Gutes Pokémon einfach, kann man nicht bestreiten. Dann haben wir Mimikma, auch noch ein relativ starkes Pokémon, wie ich finde. Wieder Schwertanz-Set, weil ich das Schwertanz-Set mit dem Kostümspuk ziemlich cool finde. Aranestro ist auch dabei, für mich der beste Wasserkäfer aus der siebten Generation. Und da habe ich probiert, ein bisschen kreativ zu werden mit der Offensivweste und dem Spiegelcape. Ich würde nicht empfehlen, das zu Hause nachzumachen. Aber wir werden sehen, ob es geklappt hat, ob ich damit irgendwas anstellen konnte. Dann haben wir noch Kolossand, Bob die Sandburg, auch einfach irgendwie ein lustiges Pokémon. Ich habe wieder probiert, irgendwie ein kreatives Set hinzukriegen. Ich muss sagen, wahrscheinlich würde ich das Pokémon normalerweise nicht benutzen, aber ich mag es halt trotzdem. Deshalb habe ich das hier mal versucht mit der Anti-Wasserbeere, Sandsammler, Toxin, Gigasauger. Halt, dass es gegen die Wasserschwäche trotzdem gut ist. Mal sehen, ob es geklappt hat. Und zum Abschluss haben wir noch Quartermug. Das Pokémon feiere ich richtig, richtig hart ab vom Design. Ich mag Affen, ich mag Kampf-Pokémon und das Weichler-Set ist auch gar nicht so schlecht, wie ich finde. Nahkampf haut recht hart rein, Kehrtwende ist auch immer gut. Den Siegeswille gibt es ja leider noch nicht, die versteckte Fähigkeit, aber das geht schon auch mit Receiver so einigermaßen durch. Und ich werde euch natürlich gleich zeigen, was ich mit diesem Team anstellen konnte, aber vorher, sollte euch das Video am Ende gefallen, vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, falls ihr es noch nicht habt. Und vor allem kommentiert unter das Video, was für ein Thema ihr bei Top 6 Pokémon Wi-Fi Battles sehen wollt. Dann, wenn mir das Thema gefällt, probiere ich es auf jeden Fall aus. Und ja, Leute, dann wollen wir mal schauen, was ich mit diesem Team anstellen konnte. Wir waren natürlich wieder auf dem Kampfplaza unterwegs bei den freien Single Battles. Ich habe zwischendurch auch probiert, einmal auf die bewerteten Kämpfe zu wechseln, aber naja, ich sag mal so, das hat überhaupt nicht geklappt. Hier sehen wir, wie ich mit meinem Spiegelcape Aranestro leade. Und jetzt kommt auch schon direkt das beste Beispiel, warum man dieses Set nicht spielen sollte. Ich erwarte hier den Orkan, denke ich kann den Easy Tanken und auf Spiegelcape gehen. Was kommt? Mein Gegner setzt Stromstoß von Uhafnir ein. Also damit hätte man jetzt nicht unbedingt rechnen können, meiner Meinung nach. Aber ich kann hier leider auch gar nicht in Bob, meinen Kolossand, gehen, weil ich nur Erdkräfte und Gigasauger drauf hätte und damit Uhafni halt überhaupt nicht schaden könnte. Und deshalb bin ich hier einfach auf den Aqua-Durchstoß gegangen, um dem Ding noch ein bisschen zu schaden, bevor mein Aranestro dann leider hier ins Gras beißen muss. Hat also schon mal direkt das erste kreative Set überhaupt nicht geklappt, wie ihr sehen könnt. Also da habe ich mich etwas verzettelt, würde ich sagen. Aber ich gehe hier in Mimikma, weil ich das Uhafni ganz einfach mit Schattenstoß rausnehmen kann und auch bei einem Wechsel ich eigentlich keine Probleme kriege so richtig, weil ich habe ja immer zur Not den Kostümspuk, um den ersten Angriff abzuwehren. Aber er wechselt auch nicht, der Schattenstoß reicht hier aus und damit haben wir zumindest nur Aranestro gegen Uhafni getauscht. Das heißt, das ist noch einigermaßen in Ordnung, würde ich sagen. Hier kommt Primarene und hier hole ich schon direkt mein nächstes etwas zu kreatives Pokémon raus mit Kolossand. Und jetzt kommt's. Primarene geht hier tatsächlich auf die Aqua-Haubitze und ich habe ein riesiges Glück, dass meine kleine Sandburg offensichtlich extrem flink ist und diese Aqua-Haubitze ausweichen konnte. In der nächsten Runde geht sie dann auf Schaumserenade, wo dann meine Beere aktiviert wird und ich die Schaumserenade, wie man hier sehen kann, gut überleben kann. Also das war auf jeden Fall nicht verkehrt und jetzt steigert sich meine physische Verteidigung um 2, das ist schon mal nicht schlecht. Und ich kann hier auf den Gigasauger gehen, der mir dann natürlich die zumindest einige KP wiedergibt, weil der macht natürlich ganz guten Schaden. Aber ich habe trotzdem immer noch Angst vor der Aqua-Haubitze, weil das hat halt irgendwie 130, 150 Base-Damage oder so. Aber erstmal kriegen wir hier eine Z-Attacke und ich war halt auch schon davon ausgegangen, dass das wahrscheinlich dann eine Wasser-Z-Attacke wird. Aber es wurde dann der
Entzückende Sternenstoß. Ich wusste gerade nur noch den englischen Namen. Twinkle Tackle. Und ja, der sieht natürlich sehr entzückend aus, definitiv. Aber den kann Kolossan tanken, weil ich glaube, das ist sogar physisch. Das hängt immer davon ab, mit welcher Attacke man das benutzt, wahrscheinlich. Hier kriege ich den Volltreffer, also Kolossan richtig am Arbeiten. Läuft richtig gut mit Kolossan. Hier kommt nochmal die Aquahaubitze und Kolossan weicht einfach schon wieder aus. Mega geil. Set hat eigentlich... Also, ich meine, es hat eine Wasserattacke getankt, aber es hat jetzt nicht so richtig funktioniert, würde ich mal behaupten. Es war jetzt eher Glück dabei. Aber Kolossan besiegt hier ein Wasser-Pokémon, also Job auf jeden Fall erfüllt. Jetzt kommt Fiaro und da meine Verteidigung auf plus 2 ist, macht mir Fiaro überhaupt keine Angst. Der kann hier Sturzflug einsetzen. Das ist mir wirklich herzlichst egal. Und ich meine, ich bin hier sogar auf den Sandsammler gegangen, einfach weil ich mich... safe hier wieder hochheilen konnte. Ich hatte ja wirklich überhaupt keine Probleme. Und ja, an dieser Stelle gibt mein Gegner dann leider auf, weil die Lage doch etwas aussichtslos zu sein schien. Aber das will ich ihm auch nicht verübeln. Er hatte auch echt Pech in diesem Match, muss man ganz klar sagen. So, im nächsten Match habe ich, glaube ich, sogar exakt die anderen drei Pokémon mitgenommen, wenn ich mich recht entsinne. Hier ist Quartermark auf jeden Fall. Mega cooles Pokémon einfach. Ich hoffe, der Siegeswille kommt und dann ist das brauchbarer. Weil, also es ist schon jetzt brauchbar, wie man auch gleich sehen kann. Es macht auf jeden Fall Damage, aber mit dem Siegeswillen wäre es noch ein Stück besser, definitiv. So, der Nahkampf macht hier richtig guten Schaden auf Austausch. Es ist sehr effektiv natürlich, aber man muss auch bedenken, dass Austausch riesige physische Verteidigung hat. Also, da kann ich Quartermark für diesen Damage nicht böse sein. Hier kommt der Eisspeer. Natürlich die 5 Hits aufgrund des Wertelinks von Austausch. Aber man kann hier schon erahnen, dass Quartermark diese Attacke knapp überleben wird. Ich habe jetzt hier nicht extra nochmal ausgewechselt. Ich war mir eigentlich relativ sicher, dass der Eissplitter kommt, aber das fand ich hier nicht so notwendig. Vor allem ich hatte Sevaro hinten drin und Kaburiki. Und wenn Kaburiki zwei Eissplitter abkriegt, das wollte ich jetzt auch nicht unbedingt machen. Aber das Gute ist ja, ich habe auf meinem Sevaro den Tiefschlag und ich bin schneller als Austausch. Und deshalb kann ich hier ohne weiteren Schaden einzustecken ganz einfach auf den Tiefschlag gehen und Austausch rausnehmen. Und somit haben wir wieder ein Pokémon gegen ein Pokémon getauscht und es sieht in Ordnung aus. Und hier kommt erstmal Potrot und ich denke mir so, geil, Setup-Fodder. Ich kann easy auf Schwertanz gehen und den dann richtig wegsweepen. Ich gehe hier auf Schwertanz und was kommt natürlich, als hätte er es geahnt? Die Zugabe. Also ich denke mal, er wollte sie eigentlich auf den Tiefschlag machen, weil Tiefschlag gegen Potrot natürlich auch nichts bringt, aber... Naja, ich muss jetzt halt hier natürlich raus, weil ich möchte nicht einfach nur Schwertanz machen, ohne dass ich irgendwas tun kann. Das wäre nicht so sinnvoll. Und er geht hier dann auf das Klebenetz. Das ist ja recht vorhersehbar bei einem Potrot. Geht hier direkt auf das Klebenetz. Ich habe keinen Bock auf noch mehr von so einem Zeug. Deshalb kommt hier der Verhöhner zum Einsatz. Und durch den Verhöhner kommt eine recht lustige Tatsache zum Vorschein. Dieses Potrot hat nur nicht Angriffsmoves drauf. Also ich gehe auf den Donnerblitz. Der macht auch relativ vernünftigen Schaden. Das Ding ist ja ultra defensiv. Aber Potrot hat halt direkt keine Attacken mehr übrig. Geht halt hier auf den Verzweifler. Der zockt mir nix. Und ihm so richtig viel. Das ist natürlich etwas blöd. Und da muss er an dieser Stelle dann natürlich auch auswechseln. Weil, naja, mit dem Schaden kann man jetzt nicht so viel anfangen. Und er geht hier dann raus, aber muss natürlich in meinen Donnerblitz rein switchen und den mag außer Boden-Pokémon niemand so gerne im Elektrofeld mit dem Magneten. Da kann auch Rotom nicht viel machen. Und ja, macht hier guten Schaden. Ich hätte hier natürlich definitiv in Sevaro gehen können, Elektro- und Wasser-resistig beides. Aber ich war mir sicher, dass Kaburiki eine Attacke überlebt, was hier auch dann der Fall war. Und dass ich dann mit Donnerblitz das Rotom rausnehmen kann. Den Volltreffer habe ich nicht gebraucht, tatsächlich. Aber hat dann natürlich gut geklappt. Und da das Potrot sowieso keine Angriffe hat, habe ich mir jetzt hier nicht so große Gedanken gemacht. Es hat zwar vermutlich noch das Toxin drauf, aber ich bin ja schneller und kann einfach auf den Verhöhner gehen, wie eben schon. Mache ich hier natürlich auch definitiv wieder. Potrot kann nun nichts mehr einsetzen. Hier sieht man auch gleich nochmal, dass er das Toxin hatte. Bringt ihm jetzt natürlich aber nichts mehr. Kann er hier nicht einsetzen. Und damit kann ich halt einfach eigentlich ganz entspannt mich zurücklehnen und warten, bis er sich mit Verzweifler selbst killt. Ich gehe natürlich auf den Donnerblitz nochmal. Macht jetzt
nicht mehr wirklich viel Schaden, aber der Verzweifler macht dem armen Potrot halt übertriebenst viel Schaden, also so richtig viel. Hat sich einfach direkt selbst besiegt. Ja, und damit auch dieses Battle siegreich. Es waren wieder zwei Battles, die ich gewonnen habe jetzt hier, die ich euch gezeigt habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit diesem Team war es deutlich schwerer, gute Kämpfe zu kriegen, als mit dem Alola-Form-Team. Halt einfach, weil das Alola-Form-Team hatte noch so Synergie. Das hatte den Bizarro-Raum-Modus. Der hat relativ gut funktioniert. Dann konnte man noch mit den Hagel-Pokémon auch so ein bisschen irgendwie durch Zusammengehörigkeit eine Strategie ausführen. Das ging bei diesen sechs Pokémon halt leider überhaupt nicht. Also ich habe nicht so richtig einen Weg gefunden, die gut harmonisch zusammenzupacken. Und deshalb waren Kämpfe halt meistens entweder ich wurde zerstört. Dann gab es noch den Fall von Kaburiki hat einfach absolut gesweept. Oder ich habe halt gewonnen. Aber nicht eindeutig so. Das war, wenn ich halt probiert habe, nicht unbedingt mit Kaburiki zu sweepen. Aber das war halt auch wirklich eine Schwierigkeit. Es gab eigentlich selten einen Grund, Kaburiki nicht mitzunehmen, weil es halt das deutlich beste Pokémon in diesem Team war. Und weil das Team sonst halt, wie gesagt, nicht unbedingt so die beste Teamkomposition hatte. Drei Geist-Pokémon mit Silvarro, Mimikma und Kolossand. Überhaupt nichts gegen Pflanzen-Pokémon. Also hat schon nicht ganz so gut funktioniert, aber ich wollte diese Pokémon benutzen, das ist halt die Schwierigkeit dabei und im Endeffekt kommen dann doch irgendwo lustige Sachen hin und wieder dabei raus und es hat mir trotzdem Spaß gemacht, die Pokémon zu benutzen und ja, wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann gebt dem Video doch ein Like und abonniert, falls ihr es noch nicht habt, da würde ich mich sehr freuen und wie gesagt, auch kommentiert auf jeden Fall Themen, die ihr bei Top 6 Pokémon Wiper Battles sehen wollt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, vielen, vielen Dank, freut mich, dass das erste Video davon so gut angekommen ist, mir macht das auf jeden Fall Spaß, ich habe Lust, das weiterzumachen und ja, damit hoffe ich euch im nächsten Video wiederzusehen und ja Leute, schönen Tag noch, haut rein, bis dann, tschüss!